Hallo meine liebe Jungfrau, hier ist Nina von Kartenstoff und ich begrüße dich zu deiner Legung in Sachen Liebe für die Monate September und Oktober. Ich ziehe jetzt erstmal eine Karte aus dem Weisheitskartendeck der Seele für deine, beziehungsweise die deine Hauptenergie repräsentiert. Da haben wir das Feld der Träume, da werde ich gleich noch mehr zu sagen. Sage jetzt aber erstmal was zur Legung. Ich ziehe jetzt immer für 2 Monate und das Ganze aber monatlich. Das heißt Ende August, jetzt kommt die Legung für September und Oktober raus. Ende September die Legung für Oktober und November und so weiter. Ich habe einfach ein stimmigeres Gefühl dabei, wenn sich das immer um einen Monat überlappt. Und wenn man im Oktober nochmal schaut, was war denn, hat denn die September-Oktober-Legung gesagt, was hat sich bei mir getan, was hat sich bei mir entwickelt, sind doch auch immer Sachen, die ineinander greifen. Und von daher habe ich mich dafür entschieden, das so zu machen. Es kommen also weiter monatlich Legungen raus, aber eben für 2 Monate. So, ich sage gleich was zu der Karte, lege danach eine Leuner-Legung mit dem Tarot, kläre danach, was ich klären möchte mit dem Lenormand und ziehe dann noch 3 Karten zu der Beziehung zwischen dir und deinem Gegenüber. Eine für deine Beziehungsenergie, deine Energie in der Beziehung, wo stehst du gerade? Eine für die Beziehungsenergie an sich und eine Karte für dein Gegenüber in der Beziehung. Auf die Karte deines Gegenübers gehe ich in der erweiterten Legung ein, lege dort das keltische Kreuz um diese Karte rum, differenziere das Ganze also noch ordentlich aus, schaue, was denkt und fühlt dein Gegenüber, wo geht's hin, wo kommt's her, wie sieht selbst das Ganze und so weiter. Und lege in der erweiterten Legung noch eine Botschaft, ziehe ich von deinem Gegenüber an dich. Der Link ist in der Infobox, ebenso wie mein PayPal-Me-Spenden-Link, wenn du mir für meine Arbeit etwas zukommen lassen möchtest. So, und jetzt fangen wir aber mit der Legung an. Du spürst wie immer in dich rein, ob du damit in Resonanz gehst. Das ist wichtig. Auch nur dann lohnt sich übrigens die erweiterte Legung. So, und ich spüre in mich rein, was uns die Hauptenergie so sagen will. Feld der Träume hat immer was damit zu tun, nicht nur zu träumen, sondern das Ganze eben auch auf die Erde quasi runterzuholen. Ne? Ich habe hier das Gefühl, dass viel Klarheit da ist, dass man nicht nur mehr ja irgendwie in Gedanken schwelgt, was jetzt irgendwie toll wäre und wie man sich irgendwas vorstellen könnte, was noch relativ weit entfernt ist, sondern ich spüre einen ziemlich starken Fokus hier schon. Ziemlich starken Fokus auf dem, was man auch wirklich in der Realität haben, was man hier umsetzen möchte. So, okay. Das erstmal als Hauptgrundlage. Jetzt ziehe ich mit dem Tarot die Neunerlegung. Ja, hier haben wir einmal schon mal die Hauptenergie. Oh, einmal schon mal die. Wie war das? So, die Hauptenergie für die Neunerlegung. Da haben wir Judgment. Das ist die Gerichtskarte im Deutschen. Das ist Befreiung, Erlösung. Es fällt ganz viel Last ab. Was hier auch ziemlich stark mit zusammenhängt, denn wenn ich nicht nur in hätte, wollte, könnte funktioniere, sondern für mich mal klar ist, okay, nee, es ist nicht hätte, wollte, könnte, dies, das, jenes, sondern es ist einfach das eine, was ich gerne möchte, dann kann ja der ganze andere Krempel, wollte ich jetzt umgangssprachlich sagen, kann das ganze andere gehen, ne? Das, was einen dann eher auch nicht im Fokus hält. So, jetzt komme ich zur oberen Reihe. Obere Reihe. Hier haben wir einmal die 4 der Schwerter. 4 der Schwerter. Hier geht es um Heilung, um Transformation auch, um Ruhe in sich haben. Es ist so eine Ruhephase. Die obere Zeile ist eine Situation oder eine Dynamik, oder etwas aus der Vergangenheit, was dieser Legung hier, diesem Aspekt zugrunde liegt. Dann haben wir mit dem Buben der Schwerter etwas, was man sich, man ist etwas in der Distanz, guckt sich die Dinge ein bisschen von außen an, schaltet auch seinen Kopf ein, geht nicht ganz naiv an Dinge ran. So eine Beobachterposition eher.
Und dann haben wir als letztes in der oberen Reihe die Karte, die 7 der Stäbe. 7 der Stäbe. So, das war einmal mein Sohn. Also die 7 der Stäbe als Karte, die ganz stark auch gerade hiermit nicht in Resonanz geht, sondern hier energetisch zusammenhängt, ganz stark die gleiche Energie hat, dieses, okay, ich habe mich jetzt fokussiert. Es ist so wie, du warst eine relativ lange Zeit eher in Luftblasen unterwegs, in Bildern. Und da bist du auch nicht der oder die Einzige. Das geht ganz, ganz vielen so, gerade in Seelenpartnergeschichten, wo man ja auch wirklich lange Prozesse hat, die nervig sind, die anstrengend sind und da sich viel in Gedanken irgendwie, wie die Dinge sein könnten, da rumschwirrt und irgendwann aber in die Realität kommt. Und wir haben hier schon mit den 4 der Schwertern eigentlich die Heilung. Dieses Bild oder diese Bilderwelt, die ja irgendwann enttäuscht werden muss. Denn ein Bild ist immer nicht die Realität. Das ist nur eine Vorstellung. Und wenn wir einem Bild nachhängen, dann kann sich in der Realität einfach auch nichts manifestieren. Das geht einfach nicht. Ne? Schon gar nicht das, was man sich ja eigentlich nur ausdenkt, aber wo das System, mein System, gar nicht bei ist, also nicht in echt bei ist. So, und wir haben hier schon mit den 4 der Schwertern diese Enttäuschung des Bildes, dieses Erkennen, was ist jetzt wirklich auch Realität hier, die ja sowieso immer viel krasser wird als so ein Bild, ne? Muss man jetzt auch dazu sagen, wo ich innerlich viel mehr involviert bin und mich viel mehr spüre. Und hier haben wir die Heilung und von dir die Position ein bisschen, ich habe das Gefühl, hier geht es darum zu erkennen, was ist jetzt wahr, was ist jetzt nicht wahr, was ist das, was ich gerne hätte und was ist aber das, was ist. Und du hast dich darauf schon fokussiert und hast gesagt, okay, ich grenze mich gegenüber dem ab, was nicht Wirklichkeit ist. So, ich grenze mich gegenüber dem ab, was nicht Wirklichkeit ist und stehe für das ein, was Wirklichkeit ist. Jetzt komme ich zu der ersten Karte in der präsenten Leiste. Da haben wir die 8 der Schwerter. Die präsente Leiste, du musst immer ein bisschen schauen, wo du zeitlich stehst. Der allerwichtigste Punkt ist, dass du mit dem Ganzen resonierst. Vielleicht stehst du von der Entwicklung eher noch hier oben, vielleicht stehst du aber auch schon in der potenziell zukünftigen Entwicklung, die ich hier noch als dritte Reihe gleich lege. Entpackt ja jeder auf seiner Timeline immer ein bisschen anders. 8 der Schwerter ist sich ein sich gefangen fühlen in einer Gedankenwelt, auch in Glaubenssätzen, in Ängsten, in Sorgen, das Gefühl zu haben, sich nicht zu bewegen. Und hier bist du aber schon in der Position, dass du da ausgestiegen bist und dass du das sehen kannst, dass du siehst, wie gefangen du eigentlich warst. Na, und wir haben hier die Erlösung, wir haben hier die Befreiung letztendlich von einer Bilderwelt. Die nächste Karte. Hier haben wir die 2 der Münzen. Bei den 2 der Münzen geht es immer darum, dass man 2 große Welten hat, 2 große Aspekte hat, wo in der Regel einer im Leben da war, dann hat sich ein zweiter immer mehr dazu formiert. Beide koexistieren können sie nicht, die müssen miteinander integriert werden. Entweder bist du schon an dem Punkt, dass du integrierst, oder du bist es noch nicht so, das glaube ich aber nicht, werde ich aber gleich noch mehr zu sagen. Dann komme ich jetzt zu der letzten Reihe. Hier haben wir die veränderte Perspektive mit dem Gehängten, das Leben anders sehen. Also das ist hier ein richtiger Gamechanger, der hier liegt. Ne? Das ist echt krass. Das Leben anders sehen, das Neue in sich entstehen lassen. Mit der Herrscherin, die einfach neues Leben in sich entstehen lässt. Ne? Das weibliche Prinzip, Dinge aufnehmen, in sich verarbeiten.
und was Neues rausgeben. Und mit dem Ritter der Schwerter weißt du dann auch genau, in welche Richtung du gehen willst. Das weißt du hier auch schon. Also das kommt nicht erst mit dem Ritter der Schwerter, aber der Ritter der Schwerter zeigt hier nochmal, mit welcher Entschlossenheit du dann das, was du, wo du hier ein anderes Bild drüber hast, das sich noch ein Stück entwickeln lässt und dann sagst du, jetzt gehe ich aber auch los. Ja, ich ziehe nochmal zu den zwei der Münzen, zwei Kärtchen. Da kamen schon gleich zwei. Die erste ist die hier. Hier haben wir mit dem Schiff die Sehnsucht, das Weiterziehen. Und hier haben wir mit dem Turm den Rückzug oder eben auch die Abgrenzung. Dieses zwei Welten haben, das machst du irgendwie nicht mehr mit. Also für mich ist das hier eine Karte, in der es sehr stark um Integration geht. Und es kann sein, dass du das sogar mit dem Außen auch kommunizierst, dass du sagst, nee, ich muss mich jetzt für die Sache, die es auch ist, da muss ich mich festlegen. Und du bewegst dich dafür in den Rückzug. Du hast hier den Moment des Erwachens, hast du schon liegen. Du bist sehr befreit oder wirst sehr befreit dadurch, dass du einfach Klarheit über die Realität bekommst und dich auch der Realität hingibst. Und du machst jetzt, es ist für dich, es ist unmöglich in deinem System bei deiner Klarheit noch zwei Aspekte zu haben, die nur miteinander koexistieren. Du musst da für dich, brauchst für dich ein bisschen Ruhe, ein bisschen Verarbeitungszeit, um das Ganze jetzt auch irgendwie zusammenzubringen. Deine Perspektive ändert sich dadurch. Du kriegst andere Einsichten, du denkst anders, du stehst anders zu einer Sache und wir können jetzt hier noch einmal zur Herrscherin zwei Karten ziehen. Vielleicht können wir das noch etwas ausdifferenzieren, was sich hier eventuell tut, neu entwickelt. Hier haben wir einmal die Eulen mit etwas Spannung oder auch Hektik oder auch Nervosität. Aber das hast du nicht mehr, das löst sich auf, fühlt sich auch nicht stimmig an, muss ich sagen. Also würde sich nicht stimmig anfühlen, hier jetzt so ganz viel Hektik drüber zu haben, weil hier für mich eine sehr große Ruhe mitkommt. Es wird jetzt hier nicht noch ausdifferenziert gerade, was genau du in dir entwickelst, sondern hier haben wir einfach nur die Info, hier ist Ruhe, die Spannung geht in den Verlust. Ne? Mäuse hinten bedeuten meistens, da geht was in den Verlust. Und hier löst sich Spannung auf. Du hast ziemliche Ruhe, du hast ziemliche Klarheit. Das ist der Fokus, den ich hier auch wahrgenommen habe. Und dann gehst du los. So, eine Karte für dich in der Beziehung. Ja, hier haben wir einmal den Narren. Du hast eine Welt quasi verlassen und eine andere noch nicht ganz angefangen. Das haben wir hier auch liegen. Wir haben hier die Befreiung liegen, die Klarheit liegen. Du hast etwas hinter dir gelassen und schiffst jetzt ja hier auf das Neue auch zu. Die Beziehungsenergie an sich. Hier haben wir mit den vier der Stäben ein echtes Zusammenseingefühl. Betonung liegt hier auch auf echt, auf dieses Zulassen, dieses menschliche Spüren, raus aus vorstellen, wie es ist, rein in merken, wie es ist. Das ist ja, das ist genau das, was ich eigentlich mit der ganzen Legung, glaube ich, sagen will. Raus aus dem Vorstellen, wie es ist und rein in das Spüren, wie es ist. Vorstellen versus Spüren. Wo ist dein Gegenüber?
dein Gegenüber ist dabei, den intuitiv richtigen Weg durch alle Ängste, Sorgen, allen Kummer, alle Schwierigkeiten zu gehen. Hier ist jemand stark, ja, dabei, sich den Dingen zu stellen, die schwierig sind. Die Karte werde ich mir jetzt in der erweiterten Legung weiter angucken, werde drumherum legen, das keltische Kreuz, schauen, was denkt und fühlt dein Gegenüber, wo kommt es her, wo geht es hin und so weiter und eine Botschaft von deinem Gegenüber an dich ziehen. So, ich freue mich, dass du da warst. Wenn dir das Ganze gefallen hat, lass mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Das hilft mir, wie auch allen anderen YouTubern, deren Videos dir gefallen, immer sehr. Ja, und dann bis gleich oder bis hoffentlich in einer meiner anderen Legungen. Bis dann.